Herzlich willkommen zur Software Engineering Vorlesung. Die 10. Vorlesung schon im Semester. Diesmal hatte ich die auch wieder selbst. Nochmal danke, Jana, für die Vertretung. Heute geht es um Systemmodellierung. Ihr kennt, oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich kriege das hier noch hin. Kriege ich das hin? Ihr kennt unser Eingangsbild. Es hat leider immer ein bisschen Verzögerung hier bei dem Setup heute. Warum Systemmodellierung? Naja, es gibt irgendwie viele Stadien, es gibt viele Personen, die irgendwie involviert sind in die Softwareentwicklung, und wir haben schon gemerkt, es ist vielleicht ganz gut, wenn die alle ein ähnliches Verständnis haben von der Software, die da gebaut werden soll, weil es dann vielleicht weniger Fehler gibt. Insbesondere in der letzten Vorlesung ging es halt eher um die Anforderungen, also der Kunde schildert irgendwas, was er haben will, dass der Projektleiter, der nimmt es auf, die Anforderungen, oder vielleicht sogar ein ausgebildeter Anforderungsingenieur oder Requirements Engineer im Englischen. Und tatsächlich in diesem Prozess und während der Entstehung der Software lernt der Kunde aber auch noch viel dazu, wie die Software eigentlich aussehen soll. Wir kommen heute zu einem Teil, der relativ nah daran ist. Und zwar geht es eigentlich darum, selbst wenn sich Kunde und Projektleiter richtig verstanden haben, dann ist noch die Frage, kann der Projektleiter das dem Entwickler gut kommunizieren, was da eigentlich entwickelt werden soll, und kommt da dann das Richtige raus? Wir werden in dieser und den nächsten Vorlesungen verschiedene Techniken uns angucken, die eben dieses Spannungsfeld zwischen Projektleiter und Implementierer oder der Implementierung quasi überbrücken sollen. Und heute geht es ganz konkret um Systemmodellierung. Da gucken wir erstmal an, warum modellieren wir überhaupt Systeme, das heißt so ein bisschen Motivation. Und dann gucken wir uns zwei konkrete Diagramme an, mit denen man solches Verhalten von einem System modellieren kann. Gut, ich habe erstmal einen kleinen Text für euch zum Lesen mitgebracht. Gebe euch da einen kleinen Moment, dass wir uns erstmal so ein bisschen einstimmen. Warum machen wir das eigentlich? Gut, warum machen wir das Ganze? Oder erstmal so, die Motivation ist, und das merkt man bei immer mehr Unternehmen, dass sich Unternehmen oder der Erfolg von Unternehmen immer mehr daran misst, wie gut sie eigentlich Software bauen können. Ja, selbst klassische Unternehmen wie ein Automobilhersteller definieren sich heute viel mehr darüber, über Software. Es werden irgendwelche Features in Software verkauft. Viel von dem, was heute das Marketing bewerben kann, sind viel softwaregetriebene Features. Das heißt, die Innovation entsteht in der Software, und insbesondere sind eben dann die Unternehmen erfolgreich, die eben gut selbst Software bauen können. Und da sind hier ein paar Kriterien gelistet. Wir wollen natürlich hochqualitative Software haben. Wenn die auch noch gut vorhersagbar und auch schnell erzeugt werden kann, effizient oder mit unter effizientem und effektivem Einsatz von Ressourcen, also Mensch, aber auch Materialien wie PCs oder Hardware oder technische Ressourcen, dann ist ein Unternehmen erfolgreich. Gut, und jetzt ist die Frage, was hat das jetzt mit Modellierung zu tun? Weil das erstmal ist eigentlich nur eine relativ allgemeine Phrase oder relativ allgemeine Aussage über erfolgreiche Softwarefirmen. Und die Frage ist jetzt, was gehört alles zu einer Softwarefirma? Tesla sieht sich selbst als Softwarefirma, ja? Obwohl sie eigentlich ein Auto bauen, ein Fahrzeug bauen, aber definieren sich über die Software und haben verstanden, welchen Stellenwert die Softwareentwicklung hat. Was hat das jetzt mit Modellierung zu tun? Naja, Modellierung brauchen wir immer dann, wenn wir irgendwas kommunizieren wollen zwischen verschiedenen Personen. Und da ist dieser Comic am Anfang das Paradebeispiel für. Da gibt es offensichtlich verschiedene Akteure. Ja, wir sehen immer bloß das Endresultat in Form von einer Schaukel. In der Praxis sind es halt verschiedene Personen, die in so einem Unternehmen irgendwie miteinander kommunizieren. Und jeder hat seine eigene Sicht auf das gleiche Produkt, sei es ein Fahrzeug oder ein Staubsaugerroboter oder ähnliches. Gut. Jetzt das Kommunizieren soll darüber passieren, dass man was visualisieren kann, dass man nicht nur einfach darüber spricht, sondern auch irgendwie was visuell darstellt.
Es soll uns helfen, große Systeme im Ganzen zu verstehen und insbesondere soll es uns helfen, Sachen zu vereinfachen. Denn niemand versteht heute mehr, wie so ein modernes Fahrzeug in der Gänze funktioniert. Niemand versteht mehr alle Teile davon. Das heißt, jeder, der irgendwie damit involviert ist, braucht erstmal einen groben Überblick, wie so ein Fahrzeug funktioniert. Und an bestimmten Stellen will man dann vielleicht mal tiefer reingucken. Aber im Prinzip ist diese Modellierung deswegen interessant, weil wir quasi von gewissen Details abstrahieren. Gut, wir kommen später, diese Referenz, die da oben drüber steht, das wird später ein bisschen klarer, was das ist. Das ist ein Handbuch, ein ganz spezielles. We build models to complex systems because we cannot comprehend such a system in its entirety. Ja, wir können die Systeme, die wir heute so haben, können wir nicht komplett verstehen. Selbst ein Entwickler am Linux-Betriebssystem wird nicht alles, was in Linux passiert, sinnvoll verstehen. Aber der braucht natürlich ein allgemeines mentales Modell davon, wie das so grob funktioniert, so ein Betriebssystem. Und dann gewisse Details kennen dann Entwickler natürlich genauer. Und jetzt mal zurück sozusagen zu, wenn wir Hardware mit Software irgendwie in Kombination haben bei so einem Fahrzeugprojekt, dann hat ein Projektleiter ein allgemeines Verständnis davon, wie so ein Fahrzeug funktioniert und die einzelnen Mitarbeitenden haben dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein detaillierteres Verständnis. Und das Ganze ist wieder eine Frage nach der Größe der Software. Wir hatten hier schon mal die Analogie in der ersten Vorlesung. Wir haben hier auf der rechten Seite ein Tart. Das ist im Wesentlichen eine Plane mit ein paar Stangen und einer Anleitung. Das muss man auch erstmal lernen, wie man sowas aufbaut, aber das kann man durchaus allein machen, so ein Tart aufbauen. Das kann man lernen, ist nicht ganz so einfach wie so ein Wurfzelt, was man bloß hochwirft und dann ist es aufgebaut. Aber das geht quasi allein, wohingegen, wenn wir jetzt große architektonische Gebäude, das ist jetzt die größte Kirche Deutschlands, und der Welt, dann ist vollkommen klar, dass es da ganz verschiedene Expertisen braucht. Die Statiker, aber natürlich sind da auch Designelemente dabei und ähnliches. Das nachher alles muss ineinander greifen. Und natürlich brauchen wir nicht immer die Infos über jeden einzelnen Stein mit allen seinen Größen und wie doll Steine variieren, weil da sind die meisten Steine da drin wahrscheinlich sogar Unikate in unterschiedlichen Größen. Sondern wir brauchen natürlich ein grobes Verständnis dafür und die Frage ist, wie lassen wir gewisse Details weg? Gut, da starten wir erstmal mit einem Zitat dazu. Also das Wichtigste in der Softwareentwicklung ist, dass wir uns überhaupt im Klaren sind, was wir da eigentlich bauen wollen, was wir für Software bauen wollen und das zeigt so ein bisschen, dass Verständnis, was, wenn ihr jetzt Programmieren lernt oder auch Programmieren schon früher gelernt habt, dass man hört einfach, was der Kunde braucht, setzt sich hin und fängt an zu programmieren, dass das quasi in der Praxis bei größeren Systemen nicht funktioniert, sondern dass wir uns eigentlich erstmal in die Lage versetzen müssen von dem Kunden, dass wir erstmal verstehen müssen, was müssen wir eigentlich überhaupt erzeugen. Gut. Jetzt ist Systemmodellierung eine der vielen Phasen in unserem Entwicklungszyklus. Wir hatten das so oder so ähnlich auch schon im Wasserfallmodell gesehen. Und jetzt gucken wir uns an, was ist diese Systemmodellierungsphase? Lass ich euch wieder kurz lesen. Gut, also Systemmodellierung ist so grob eine Phase, die ist irgendwo zwischen Anforderungen und zwischen Code. Und das heißt, ich habe irgendwie schon mehr Anforderungen vom Kunden schon aufgenommen und möchte jetzt anfangen, das System zu erstellen. Und dabei modelliere ich eben erstmal. Modellieren heißt jetzt an der Stelle, dass wir das auf einem höheren Abstraktionslevel machen und nicht anfangen mit der ersten Zeile Code, sondern erstmal überlegen, wie soll das System vielleicht, was soll das überhaupt können, wie soll es strukturiert sein. Das Interessante ist jetzt, dass wir Modelle an verschiedenen Stellen nutzen. Ihr habt schon eine Modellart kennengelernt, nämlich die Anwendungsfalldiagramme oder Englisch Use Case Diagrams, die man bei der Anforderungsermittlung nutzt und wir werden heute ein paar Modelle kennenlernen und auch nächste Woche werdet ihr noch ein paar kennenlernen und in dem ganzen Spannungsfeld von den Anforderungen über, wie ist so das System im Großen aufgebaut, was wir als Softwarearchitektur bezeichnen, bis hin zur Implementierung werden uns immer wieder Modelle begegnen und werden euch auch später verschiedene Modelle begegnen.
Gut, was ist jetzt so ein Modell? Ja, wenn wir immer wieder von Systemmodellierung oder Modellierung sprechen, was ist ein Modell? Ein Modell ist eine Vereinfachung der Realität. Das lässt sich erstmal unabhängig von der Fachrichtung, lässt sich das so sagen. Ja, das ist sowohl in der Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, ist das überall so. Ein Modell ist immer eine Vereinfachung von der Realität. Und da sehen wir schon, wir können und wollen vielleicht immer nicht gar nicht mit allen Details von der Realität an jeder Stelle umgehen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal übertragen auf Systeme, auf Software, dann ist ein Modell eine abstrakte Sicht auf ein System, wo die Absicht darin besteht, gewisse Details wegzulassen. Das genau meint diese abstrakte Sicht. Das heißt, wir haben eine Sicht, wir gucken auf ein System, wir gucken aus einem speziellen Blickwinkel auf das System und wir wollen gewisse Details weglassen. Was wir jetzt machen mit dieser Modellierung oder mit diesen Modellen, wir visualisieren ein System, so wie wir es uns eigentlich vorstellen, wie es später sein soll. Uns muss aber noch nicht wirklich da sein. Also wir können das sehr früh in der Entwicklung machen, wir können das schon modellieren, wir können grafisch dazu was aufmalen, bevor wir das System komplett programmiert haben. Insbesondere wollen wir die Struktur und das Verhalten von einem System festlegen. Ich will zum Beispiel sagen, dass ich einen Staubsaugerroboter habe und der Staubsaugerroboter, der soll mit dem Internet kommunizieren. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Server, mit dem der kommunizieren kann. Gleichzeitig hat der Staubsaugerroboter aber selbst eine gewisse Softwarekomponente oder gewisse Softwareeinheiten drauf, damit er sich eben autonom bewegen kann und selbst bei abwesender Internetverbindung quasi funktioniert und trotzdem weitersaugen kann. Gut, das ist sowas, was die Struktur betrifft und so ein bisschen Verhalten spielt da auch mit rein. Ne? Bin ich in der Lage, den Staubsaugerroboter auch aus der Ferne zu steuern? Das ist eine Frage nach sozusagen dem Verhalten des Systems später. Jetzt helfen uns diese Modelle auch manchmal in dieser Konstruktion. Nicht immer sind die Systeme so super einfach zu bauen. Wenn wir uns die Steuerungssoftware hinter einem Flugzeug vorstellen oder die Motorsteuersoftware in einem Automobil, dann ist die ja relativ komplex. Und auch da können uns diese Modelle helfen, überhaupt erstmal zu überlegen, wie gehen wir prinzipiell vor, was soll zum Beispiel bei dem neuen Motor anders sein als bei dem alten Motor. Das heißt, man fängt auf einem ganz hohen Abstraktionslevel an. Ein anderes, weiteres Ziel, was jetzt hier mal noch aufgelistet ist, wir wollen Entscheidungen dokumentieren. Und da nochmal zur Erinnerung, wir haben von Wasserfallmodell gesprochen und beim Wasserfallmodell gab es verschiedene Phasen und am Ende von jeder Phase steht ein Dokument, wo gewisse Entscheidungen drinstehen. Und jetzt ist die Frage, wie will ich das dokumentieren, dass ich mich dafür entschieden habe, dass der Staubsaugerroboter eben teilweise mit einem Server kommuniziert. Das müssen wir irgendwo festhalten und natürlich kann man das alles schriftlich machen. Das werden wir auch gleich im Detail auseinandernehmen, aber teilweise sind da grafische Modellierungssprachen vielleicht besser geeignet. So, und jetzt kommen wir zum häufigsten Missverständnis bei dieser Modellierung. Deswegen hier nochmal ganz explizit in einem Zitat. Gut, ihr habt schon mit verschiedenen Repräsentationen zu tun. Ihr könnt nämlich ein Java-Programm programmieren, dann habt ihr eine Repräsentation, den Java-Source-Code und dann könnt ihr es kompilieren, da fällt irgendwas raus, das sind irgendwelche Dateien, die sind relativ kryptisch zu lesen und die könnt ihr mal reingucken, wen das interessiert. Die kann man schon irgendwie noch nachvollziehen als Mensch, aber die sind nicht dafür gedacht. Dann ist das eine andere Repräsentation vom gleichen System, aber enthält die gleichen Informationen. Wenn ihr den Source-Code übersetzt, werden vielleicht die Kommentare ignoriert, die Information geht verloren, aber der ganze Rest steckt auch in dem kompilierten Java-Programm drin. Mit der Modellierung ist jetzt nicht die Idee, dass wir nochmal in genauso vielen Details ein Modell erstellen zu dem Java-Programm und dem Java-Source-Code, sondern wir wollen explizit Informationen rauslassen. Es soll nicht vollständig sein. Es werden Teile weggelassen, wir werden nicht alles sehen und wir sind jetzt heute noch ein bisschen weiter an den Anforderungen als an der Implementierung. Wir werden aber später sehen, dass man zum Beispiel Modelle aufstellt, wo man Klassen drin hat und die Klassen, wie die zusammenarbeiten. Und dann wird man da nicht alle Felder und alle Klassen in einem Diagramm drin haben, weil dann würde man nichts mehr sehen. Ja, und das könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, selbst bei der
bei der Taschenrechneraufgabe, an der im Praktikum die meisten von euch dran sitzen, würde man einfach nicht mehr viel sehen, wenn man da alle Details drin hat. Das heißt, wir wollen das System irgendwie vereinfachen, wir wollen einen Sichtpunkt haben. Jetzt ist die Frage, in welcher Sprache modellieren wir das eigentlich? In welcher Sprache dokumentieren wir unsere Entwicklungsentscheidungen? Und da können wir fragen, wie kommen wir jetzt eigentlich zu so einer Sprache, die jetzt alle irgendwie benutzen? Wir können sagen, nutzen wir natürliche Sprache? Die erste Frage ist schon mal, welche natürliche Sprache? Ja, beim großen Konzern, dann ist vielleicht auch gut, wenn es in dem Konzern quasi, wenn man dann alles englischsprachig macht, statt deutschsprachig. Die großen Automobilhersteller machen das meiste noch alles auf Deutsch. Das gibt dann immer Schwierigkeiten, wenn man dann international irgendwo zusammenarbeitet. Das Problem ist aber vielmehr bei natürlicher Sprache, dass es schwierig ist, von Details sich zu entfernen, irgendwie zu abstrahieren. Und natürliche Sprache wird ja schon benutzt bei den Anforderungen. Ja? Also Anforderungen, funktionale, nicht funktionale Anforderungen waren letzte Woche das Thema und da können wir natürliche Sprache für nehmen. Wir wollen jetzt aber eigentlich ein Stück weiter zur Implementierung kommen. Wir wollen also weg von natürlicher Sprache. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen, na, dann nehmen wir eine Programmiersprache. Ja? Wir legen das einfach alles in Java fest. Ich schreibe in Java ein paar Klassen hin, schreibe ein paar Methodenrümpfe hin. Und dann ist einem klar, wie das System aufgebaut ist. Das Problem daran ist, dass es eigentlich zu früh ist, sich auf eine Programmiersprache festzulegen. Weil typischerweise, wenn man von den Anforderungen kommt, hat man vielleicht noch gar nicht... Irgendwas mache ich hier mit dem Mikro. Hat man vielleicht noch gar nicht festgelegt, in welcher Programmiersprache man das später implementieren wird. Es gibt vielleicht den Client und Server bei dem Staubsaugerroboter, möchte ich vielleicht sogar mit unterschiedlichen Programmiersprachen programmieren. Und es gibt natürlich viele Personen, wenn wir an dieses Schaukelbild zurückdenken, die noch nicht mal programmieren können, ja, die aber irgendwie in unsere Softwareentwicklung involviert sind, nämlich die Personen, zum Beispiel der Kunde, der die Anforderungen schildert, oder der Projektmanager, der sie aufnimmt, die müssen nicht zwingend Programmierkenntnisse haben. Das heißt, die könnten mit einer Modellierung in der Programmiersprache erstmal nichts anfangen. Insbesondere, ihr kennt jetzt schon die eine oder andere Programmiersprache, sollen die Modellierungssprachen deutlich einfacher sein. Wo denn? Okay, gut, probieren wir mal was anderes. Gut, Programmiersprache hat zu viele Details. Wir wollen also explizit eine Sprache haben, die einfacher ist. Ihr werdet sehen, wir bringen euch jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten, vielleicht 20 Minuten, bringen wir euch eine Modellierungssprache bei und mit der sollt ihr danach in der Lage sein, die zu benutzen. Nächster Schritt. Generell kann man sich dann fragen, machen wir irgendeine textuelle Modellierungssprache? Das wird auch teilweise verwendet, aber es hat sich inzwischen eigentlich im Software Engineering zumindest haben sich eher grafische Programmierungssprachen, Modellierungssprachen durchgesetzt. Das heißt, wir können als Mensch haben wir oder viele Menschen haben, können mit visuellen Dingen eben mehr anfangen als mit Texten. Insofern, Texte haben wir sowieso, die von den Anforderungen kommen. Wir wollen die jetzt eigentlich eher ergänzen durch grafische Darstellung. Gut, das Problem daran ist, dann müssen eben alle Ingenieure, ja, und alle unsere Stakeholder, alle unsere Akteure, die irgendwie an der Softwareentwicklung beteiligt sind, müssen nachher diese Diagramme lesen können und all die müssen quasi die Notationen kennen. Schön wäre es natürlich, wenn nicht jedes Unternehmen... Ich probiere mal ein anderes Mikro. Also, schön wäre es jetzt, wenn wir dann schon so eine Modellierungssprache haben, dass die Modellierung nicht in jedem Unternehmen separat ist. Stellen wir uns einfach mal vor, in Deutschland, wir haben verschiedene Automobilkonzerne und die Automobilkonzerne kaufen ein Motorsteuergerät bei Bosch ein. So, wenn Bosch jetzt mit 4 verschiedenen Automobilherstellern zusammenarbeitet, dann würde es mit jedem eine andere Modellierungssprache haben. Also eigentlich wäre es doch schön, wenn das etwas einheitlicher ist. Und tatsächlich haben sich da inzwischen gewisse Modellierungssprachen größtenteils durchgesetzt. Natürlich gibt es immer noch welche, die unternehmensspezifisch sind. Aber an vielen Stellen gibt es da quasi schon die Lösung. Es gibt schon Sprachen, die man vielfältig nutzt. Und deswegen wollen wir euch die natürlich beibringen.
Gut, ich freue mich immer, wenn jemand lacht und ich nicht der Einzige bin, der das lustig findet. An der Stelle ist es tatsächlich ein relativ typischer XKCD, der eigentlich immer, wenn man irgendwie von Modellierung spricht, zustande kommt oder dann gezeigt wird. Insofern nichts Außergewöhnliches. Wir sehen es tatsächlich, ne? Instant Messenger. Wer hat mehr als 5 Instant Messenger auf seinem Handy? Okay, wer hat weniger als 2? Also wer hat nur einen Instant Messenger auf seinem Handy? Wow, Respekt. Ich dachte, das geht gar nicht mehr. Also dann zählt E-Mail aber wahrscheinlich nicht mit. Tatsächlich haben wir das an vielen Stellen. Ne? Es gibt diese ganzen Kabel hier, die alle irgendwie andere Standards haben. Dann will man das irgendwie vereinheitlichen. Und am Ende ist man erstmal in einer Situation, wo man dann einfach nur mehr Standards hat. Tatsächlich gibt es das auch in der Modellierung im Software Engineering. Und zwar gab es da einfach verschiedene Werkzeughersteller, die haben sich verschiedene Modellierungssprachen ausgedacht und die haben sich irgendwann zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das vereinheitlichen. Die gute Nachricht ist, da ist was rausgekommen. Die schlechte Nachricht ist, der Standard ist so groß geworden, dass einfach jede Firma von jedem Modellierungswerkzeug einfach alle Sachen, die es da drin gab, in diesen Standard reingebracht hat. Wiederum gute Nachricht ist, wir werden nicht alles davon lernen, sondern wir einigen uns auf einen kleinen Kern davon. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr können müsst. Deswegen habt aber bitte auch Verständnis, dass wir in den Übungen, später dann auch in der Klausur, dass wir nur das akzeptieren, was wir hier in der Vorlesung vorgestellt haben, an verschiedenen Modellierungskonstrukten, weil es einfach zu viel da draußen gibt, als dass ihr immer irgendeine Quelle finden werdet, wo ihr zeigt, dass das vielleicht doch geht, wenn man das modellieren kann. Gut, die Rede ist von der UML, von der Unified Modeling Language, die sich tatsächlich entwickelt hat als Sprache im Software Engineering zur Modellierung von Software, die aber immer weiter auch den Einsatz findet in anderen Bereichen. Ich bewege mich gleich gar nicht mehr. Die auch immer in anderen Bereichen, also Hardwareentwicklung und Ähnliches, wird die inzwischen auch immer verbreiteter, wird da auch eingesetzt. Gut, was ist die Idee? Es ist eine General-Purpose-Modellierungssprache, eine visuelle Modellierungssprache. Und General-Purpose zeigt schon, ne, wir hatten so eine ähnliche Entwicklung auch mal bei Programmiersprachen. Die ersten Programmiersprachen waren domänenspezifisch, also zum Beispiel nur für mathematische Berechnungen oder Ähnliches. Und dann, wenn wir uns jetzt Java angucken, Python, dann sind das General-Purpose-Programmiersprachen. Und genauso haben wir eben eine Modellierungssprache hier. Die Idee ist, wir können Sachen festlegen, spezifizieren, visualisieren, konstruieren, dokumentieren, wann immer es um gewisse Artefakte von einem System geht. Gut, und jetzt ist sozusagen eine der Selling Points, es gibt eben nicht diese eine Sprache und nur diese eine Diagrammart, mit der man irgendwie was ausdrückt, sondern es gibt eben verschiedene, die haben verschiedene Sichten auf ein System und ich brauche meist eine Kombination von denen. Und in der Praxis werde ich nicht immer alle diese Modelle brauchen, die es irgendwie diesem UML-Standard gibt, aber eben eine Teilmenge daraus. Insbesondere ist wichtig, dass es so zwei grundlegende Arten gibt von Diagrammen in UML, und zwar welche, die die Struktur betreffen und welche, die das Verhalten betreffen. Ich lasse euch das kurz lesen. Gut, also wir wollen irgendwie, Software ist ja erstmal was, was nicht greifbar ist, wir wollen aber irgendwie sagen, da gibt es eine gewisse Struktur, wir wollen zum Beispiel unsere Teams danach aufteilen. Ja, ich habe jetzt irgendwie 3 Entwicklerteams, weil ich irgendwie festgestellt habe, naja, wenn die Entwicklerteams so 5 Personen haben, dann funktionieren die irgendwie gut, ja, habe ich vielleicht in Scrum festgestellt bei der Entwicklung. Und jetzt möchte ich quasi 15 Leute daran arbeiten lassen, das heißt, ich habe 3 Teams und dann ist die Frage, wer übernimmt was? Ich muss das erstmal irgendwie grob strukturieren und muss mir überlegen, was sind so die groben Teile von dieser Software. Auf der anderen Seite stehen Verhaltensdiagramme. Gebe ich euch auch wieder einen kleinen Moment. Gut, und während sozusagen die statische Struktur, wie ist das überhaupt aufgeteilt, ist das eine, das andere ist, wie verhält sich das System? Und wir werden heute in der Vorlesung uns vor allem um die Verhaltensdiagramme kümmern, in den nächsten 2 Vorlesungen dann insbesondere um Strukturdiagramme.
Gut, jetzt gibt es in dem UML-Standard, in der Unified Modeling Language, gibt es insgesamt 14 Diagrammtypen. Die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht alle lernen in dieser Vorlesung. Das ist durchaus anders in manchen anderen Software-Engineering-Kursen. Zum Beispiel gibt es Strukturdiagramme, um zu sagen, wie ist das System grob strukturiert. Das strukturiert man in Komponenten. Innerhalb der Komponenten haben wir dann Klassen. Klassen kennt ihr aus der Programmierung, aus objektorientierten Programmierung. Dann haben wir noch andere Systeme wie Profile Diagrams, Composite Structure Diagramme, Deployment Diagramme. Deployment Diagramm legt zum Beispiel fest, wo ich auf welcher Hardware-Einheit nachher welche Software läuft. Ja, das ist zum Beispiel beim Automobil mit irgendwie 30, 40 Steuergeräten natürlich schon wichtig, auf welchem Steuergerät nachher welche Softwarekomponente läuft. Package-Diagramme vielleicht auch noch ein bisschen bekannter. Ja, ihr habt jetzt in Java zum Beispiel, solltet ihr selbst mal irgendwie Packages anlegen und euch überlegen, wie ihr den Code strukturiert. Und auch dafür gibt es spezielle Diagramme. Gut, jetzt sind die Strukturdiagramme sozusagen der eine Teil. Dann gibt es Verhaltensdiagramme, Use-Case-Diagramme, Aktivitäts- und Zustandsdiagramme. Das sind die, die wir heute sehr detailliert angucken. Und unter den Verhaltensdiagrammen gibt es noch eine spezielle Unterart, so eine Unterstrukturierung in Interaktionsdiagramme. Das sind dann Diagramme, in denen nicht einfach nur Verhalten dargelegt wird, sondern in denen verschiedene Sachen miteinander interagieren, zum Beispiel Klassen miteinander interagieren oder wo es um das Timing geht von verschiedenen Teilen der Software. So, wie gesagt, die gute Nachricht, ihr müsst jetzt nicht alle davon kennenlernen. Ich orientiere mich da in einer Studie, die ist zwar schon von 2007, aber auch immer noch repräsentativ, die quasi mal untersucht hat, welche kommen eigentlich in der Praxis wie oft vor, wie oft werden die benutzt, und wir wollen euch natürlich nicht irgendwelche Exoten dabei bringen. Gut, und die gute Nachricht ist, ihr habt den ersten Diagrammtyp schon kennengelernt, nämlich Use-Case-Diagramme. Zur Erinnerung, die sahen etwa so aus, ne? Da habt ihr so ein Use-Case, das heißt, der Use-Case, da steht irgendwas drin, was möchte ich mit diesem System machen? Und damit ich auch erkenne, an welchen Stellen das System, wo die Grenzen von dem System sind, gibt es auch so eine eckige Box, die quasi das System repräsentiert. Ne? Das war Teil der letzten Vorlesung. Das heißt, die kennt ihr schon, das ist gut, da können wir darauf aufbauen. Und die anderen beiden Diagrammtypen wollen wir uns gleich etwas näher angucken, nämlich beides auch Verhaltensdiagramme. Und das sind typische Diagramme, die man in der Systemmodellierung benutzt, noch bevor man die detaillierte Struktur vielleicht kennen muss von dem System. Und mit der Struktur machen wir dann ab der nächsten Vorlesung weiter. Gut, ich wollte euch jetzt so einen Einblick geben in Modellierung. Warum machen wir das eigentlich? Was sind diese Modelle überhaupt? Was ist UML? Und jetzt möchte ich euch ein bisschen ärgern. Und zwar, also meistens ist das relativ unbeliebt erstmal oder gibt es Beschwerden. Aber vielleicht gibt es trotzdem einen kleinen Lerneffekt dabei, deswegen mache ich es trotzdem. Und zwar ist die Idee, dass ihr euch jetzt mal hinsetzt und mit einem Zettel und einem Stift oder einem Gerät, auf dem ihr irgendwie malen könnt, und ihr sollt eine Skizze machen von einem Raum und das innerhalb von einer Minute. Und ihr müsst selbst in dieser einen Minute, müsst ihr natürlich stark priorisieren, was könnt ihr überhaupt zeichnen. Ja, ihr könnt nicht jedes Detail, ihr müsst von irgendwas abstrahieren. Und wir wollen danach, solltet ihr in der Gruppe mal auswerten, von was ihr abstrahiert habt und was von was eure Kommilitänen tun, abstrahiert haben. Gibt es dazu Fragen? So, also wirklich nur eine Minute, weil die Idee ist, dass ihr euch selbst zwingen müsst, sozusagen Details auszublenden. Wenn ich euch jetzt eine halbe Stunde geben würde, dann hättet ihr alle Details von dem Raum dabei. Also, und los geht's.
Gut, die Minute ist rum. So, idealerweise habt ihr jetzt mehrere Zeichnungen von mehreren Räumen, könnt das kurz mal auswerten, ihr könnt kurz ein bisschen was dazu erzählen in der Gruppe. Aber überlegt dabei, von welchen Details habt ihr abstrahiert? Weil im Prinzip habt ihr gerade ein Modell erschaffen, eine Skizze, ne, in keiner speziellen Modellierungssprache. Spezielle Modellierungssprachen gucken wir uns gleich noch an. Aber ihr habt quasi ein Modell erschaffen, von was habt ihr abstrahiert? Da geben wir jetzt nochmal so 2-3 Minuten. So, es wird schon langsam ruhiger. Ich denke, manche sind schon fertig mit Diskutieren. Wem war die Minute zu kurz, um was zu zeichnen? Okay, 2 Hände habe ich jetzt gesehen, 3. Ach nee, das war keine Hand. Okay, also typischerweise ist so das Gefühl, ne, in einer Minute kriegt man da irgendwie nicht viel unter, auf dem Blatt fehlt halt irgendwie viel. Wenn ihr jetzt, je nachdem, was ihr jetzt für einen Raum genommen habt, die können natürlich auch unterschiedlich komplex sein. Und bei dem Beispiel sehen wir allerdings schon, dass es verschiedene Sachen gibt, von denen man vielleicht abstrahiert. Wer von euch hat für diesen Raum, den ihr euch vorgestellt habt, wer hat von euch einen Lageplan erstellt, wo sich elektrische Kabel in der Wand befinden? Gut, also das wäre zum Beispiel ein Detail, von dem ihr alle abstrahiert habt. Gut, das wisst ihr vielleicht auch nicht bei den Räumen, ne, wenn ihr den irgendwie nicht selber beim Bau irgendwie dabei wart oder einen wirklichen Plan gesehen habt. Aber das wäre so eine Sicht auf den Raum. Ja, der Elektriker braucht diese Sicht. Der Elektriker braucht aber vielleicht auch die Sicht, wo in den Wänden sich schon Rohre befinden, in denen Wasser fließt, weil wenn der irgendwo Kabel verlegen möchte, dann möchte man vielleicht nicht diese Rohre anbohren. Das heißt, manchmal gibt es Überschneidungen von eben diesen Sichten. Und das, was es jetzt bei Räumen, Architektur, bei Häusern gibt, kommen wir jetzt ein bisschen mehr zur Software wieder. Die Idee war eben, dass ihr bei dieser Interaktion mal kurz seht, dass ihr selbst in der Lage seid zu abstrahieren. Ja, das ist eine Fähigkeit von uns Menschen, die wir quasi, die wir haben. Aber die muss man auch trainieren und die sollt ihr auch im Generell während des Studiums trainieren. Hm? Gut, wir wollen jetzt Verhalten modellieren. Ja? Und zwar nutzen wir wieder UML und das Ganze mit Aktivitätsdiagramm. Gut, wenn es so einfach wäre, wie man zu gutem Code kommt, dann bräuchte man nicht eine ganze Vorlesungsreihe dazu. Ist offensichtlich nicht ganz so einfach, wie man zu dem guten Code kommt. Und in diesem Diagramm ist es leider auch nicht mehr erreichbar. Oder wüssten zumindest nicht, über welchen Pfad. Ja, der Pfad ist offensichtlich nicht zu sehen. Tatsächlich ist das hier relativ nah dran an dem, was wir jetzt als Aktivitätsdiagramme gleich kennenlernen werden. Die sehen ein bisschen anders aus vielleicht, aber im Wesentlichen ist das quasi so das, was als Prinzip dahinter steht. Diese Aktivitätsdiagramme, da ist die Idee, wir haben irgendwie verschiedene Aktivitäten und wir wollen die irgendwie visualisieren. Ja, und die Aktivitäten haben irgendwie verschiedene Reihenfolgen, die passieren in einer bestimmten Reihenfolge. An einer bestimmten Stelle muss ich irgendwie starten mit den Aktivitäten und da müssen wir einiges bei beachten. Ich blende mal das jetzt hier schon mal mit ein. Und zwar ist jetzt die Überlegung, ich zeichne das hier live, wir könnten das natürlich auch vorbereiten und ich zeige euch ja immer die fertigen Diagramme. Die Idee ist, dass ihr das einmal seht, wie das entsteht und im Idealfall sitzt ihr da und malt das gleich mit, weil dann ist das über die Hand im Kopf, dann habt ihr das auch gleich mal gemacht. Dann fallen euch einerseits die Übungsaufgaben leichter, andererseits vielleicht auch gleich die nächste Interaktion. Da ist es halt sozusagen für euch hilfreich, wenn ihr das schon mal selbst gemalt habt. Deswegen haben die Folien im Handout, was schon im Moodle sein sollte, ja, doch müsste ich hochgeladen haben, sollte quasi auch diese Version sein mit leeren Folien, ja, wo ihr an den Stellen selbst was reinmalen könnt. Mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Und zwar haben wir Aktivitäten. Ja, hätte ein bisschen schöner sein sollen.
Gut, es gibt Aktivitäten und zwischen den Aktivitäten gibt es sogenannte Flows. Also von einer Aktivität kann ich zu einer anderen kommen. Und das deuten wir durch Pfeile an. Das heißt, es gibt verschiedene Sachen, die muss ich irgendwie machen. Und dazwischen gibt es Pfeile und die sagen mir, von welcher Aktivität kann ich zu welcher anderen springen. Das ist eigentlich schon das Grundkonzept. Allerdings ist es dafür natürlich wichtig, an welcher Stelle muss ich anfangen. Das heißt, wir müssen den Beginn quasi markieren. Und das passiert wie folgt. Wir haben einen so einen Pfeil von einem kleinen ausgemalten Kreis. Und dieser kleine ausgemalte Kreis, der ist quasi der Startpunkt. An der Stelle würden wir quasi immer starten. Kurz Initialisierung. Gut, und manchmal wollen wir auch wissen, an welcher Stelle ein Aktivitätsdiagramm endet oder wo was quasi die letzte Aktivität ist oder wann wir eigentlich fertig sind. Und auch das können wir modellieren. Mal das jetzt hier mal nach unten, aber das tut nichts zur Sache. Und das kann man sich relativ einfach merken, das ist auch als Bullseye bekannt, das ist quasi einfach eine Zielscheibe. Ja? Eine Zielscheibe, um zu sagen, das ist quasi das Ziel, da wollen wir eigentlich hin. Das eine ist der Startpunkt, sieht so ein bisschen aus wie Pfeil und Bogen, ein Pfeil quasi und den schießen wir auf die Zielscheibe. Gut, die Zielscheibe gibt quasi an, wann wir fertig sind. So, in der Praxis habe ich natürlich, können diese Aktivitätsdiagramme beliebig komplex sein, beliebig viele Aktivitäten haben, beliebig viele von diesen Pfeilen haben. Allerdings sollten sie immer eine Initialisierung haben und einen finalen Knoten. Es sollte immer wenigstens eine Aktivität in so einem Diagramm geben. Ja, ich gehe nicht von einem Startknoten zu einem Zielknoten und da passiert nichts weiter, dann habe ich mit diesem Diagramm nichts ausgedrückt. Jede Aktivität hat eine einkommende und eine ausgehende Kante. Das klingt erstmal relativ einfach. Wir werden gleich sehen, dass wir trotzdem komplexe Sachen modellieren können, indem es einfach noch mehr Sprachkonstrukte gibt. Genau, und jede Aktivität muss erreichbar sein von der Initialisierung, sonst hätte ich ja Aktivitäten, zu denen ich irgendwie nie hinkommen kann. Ja? Wo ich quasi vom Startknoten muss es immer irgendwie einen Pfad geben zu jeder Aktivität. Und auch der letzte Knoten sozusagen muss immer erreichbar sein von jeder Aktivität. So, im Endeffekt, das, was wir eben gesehen haben in dem Diagramm, ich gehe nochmal kurz zurück, das wäre quasi kein Aktivitätsdiagramm nach unserer Definition. Erstmal sind die Boxen da viereckig und nicht so schön rund. Und dann haben wir hier auch noch, also da fehlen noch Start- und Endknoten. Aber selbst wenn wir mal sagen, dieses Good-Code, das ist quasi ein Knoten, den wir weder vom Anfang noch zum Ende erreichen können. Gut, dazu ein Hinweis. Ich zeichne hier ein bisschen ungenau. Deswegen habe ich es hier nochmal vorhin ein bisschen vorbereitet, ein bisschen genauer. Eine Aktivität ist eine Mischung aus einer Ellipse. Ja, Ellipsen haben wir bei Use Cases und einem Rechteck. Aber ziemlich nah an einer Ellipse. Es ist noch erkennbar, dass da unten und oben so ein gerader Strich ist. Das, ihr seht, das ist mir gerade nicht gut gelungen. Ich versuche das beim nächsten Diagramm gleich nochmal ein bisschen besser. Aber bloß, dass ihr das auseinanderhalten könnt, tatsächlich haben diese unterschiedlichen Boxen eine unterschiedliche Bedeutung in UML und wir werden gleich noch mehr kennenlernen und damit ihr die auseinanderhalten könnt, ist das eben wichtig. Gut, was können wir damit jetzt modellieren? Naja, wir können zum Beispiel modellieren, wie eine Bachelorarbeit entstehen kann. So, eine Bachelorarbeit entsteht, indem man irgendwie anfängt, das ist schon mal gut. Und dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, als erstes, ja, wir hatten schon mal so ein ähnliches Beispiel in der vorherigen Vorlesung, und zwar, wir machen immer irgendwas, also wir schreiben eine Einleitung. So, jetzt haben wir eine Aktivität, jetzt kann ich mal versuchen, das hier ein bisschen besser zu zeichnen. Und was wir als nächstes machen, ist vielleicht ein Grundlagenkapitel schreiben. Dann kann ich jetzt hier sagen, write Background. Gut, und dann geht es irgendwie so weiter, ja, dann gibt es hier irgendwie noch mehr Sachen. Ich mache jetzt hier mal ein paar Auslassungspunkte und dann komme ich vielleicht irgendwann
bei dem Zielknoten an. So eine der letzten Sachen bei einer Bachelorarbeit, die man schreiben wird, ist wahrscheinlich die Zusammenfassung. So, und hier zwischen können jetzt noch beliebig viele andere Aktivitäten sein. Ne? Ich habe vielleicht noch irgendwie, das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Arbeit an, teilweise schon die Frage, man hat so verwandte Arbeiten, ja, über andere Arbeiten, die es schon gibt, wo man sich ein bisschen von abgrenzen muss, schreibt man die nach dem Background, schreibt man die vor der Conclusion, da gibt es unterschiedliche Überlegungen dazu. Aber ihr seht, an der Stelle ist es einfach mal ein Schritt nach dem anderen. Man sagt jetzt hier, das passiert, dann passiert das, dann passiert das. Das sind verschiedene Aktivitäten. Und an der Stelle mal als Beispiel eben, wir schreiben ein Kapitel einer Bachelorarbeit. Jetzt reicht das nicht unbedingt aus, um alles Sinnvolle zu modellieren, was man modellieren möchte. Also für die, die jetzt noch nicht schnell genug mitgekommen sind, weil ich habe gerade ein paar bestürzte Gesichter, sehen wir, ich versuche das dann auch in das Handout mit reinzubringen, aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, mitzumalen nebenher. Gut, und zwar, was wir jetzt machen können, ist Verzweigungen einführen. Wir können also sagen, nach einer Aktivität passieren zwei Aktivitäten parallel. Beziehungsweise, da gibt es noch zwei Arten von, wir wollen jetzt manchmal ausdrücken, da sollen zwei Sachen jetzt parallel passieren und manchmal wollen wir sagen, ich kann mich jetzt entscheiden, ich mache erst das oder ich mache erst das. So, und um das quasi auseinander zu bekommen, gibt es dafür zwei verschiedene Notationen, nämlich einmal, wir haben einen unterschiedlichen Kontrollfluss, nach dieser Aktivität kommt entweder A oder B und was wir dafür nutzen, ist ein sogenannter Branch oder eine Verzweigung. Was bei der Verzweigung wichtig ist, ist, dass wir dann angeben, unter welcher Bedingung wird eigentlich die eine Verzweigung genutzt, unter welcher die andere. Und das kennt ihr aus der Programmierung. Ja, ihr habt eine Verzweigung in Java mit dem Keyword if. Dann gibt er eine Bedingung an. Unter dieser Bedingung wird dieser eine Zweig genommen oder der andere. Und genauso ist das hier auch. Wir müssen quasi bloß die grafische Notation dazu uns angucken. Also die Idee ist folgende. Ich kann... Nur mit einem speziellen Knoten kann ich mich verzweigen. Ja? Das ist der sogenannte Branching-Node. Dann habe ich verschiedene Verzweigungen. Hier sind jetzt mal zwei Auslastungspunkte drin, um zu sagen, hier kann es natürlich auch mehr Verzweigungen geben. Ja? Es kann auch 3 oder 10 geben. Der Standardfall ist irgendwie 2 Verzweigungen. Und das Interessante ist jetzt bei diesen Guards, kann ich jetzt was Beliebiges reinschreiben. Ich kann jetzt sagen, ja, ich habe... irgendeine Berechnung und die Berechnung hängt vielleicht davon ab, ob der Wert größer oder kleiner gleich 0 ist oder ob ich ein Timeout habe und wenn es zu einem Timeout kommt, kann ich also hier als Bedingung reinschreiben und häufig spart man sich das bei dem letzten Guard nochmal alles reinzuschreiben, sondern da schreibt man dann vielleicht einfach else rein, um zu sagen, in allen sonstigen Fällen springe ich da rein. Ja, das ist so wie bei einem if, then, else, ihr habt wahrscheinlich auch schon mehrfach Verzweigungen irgendwie kennengelernt, ja, wo man sagt, es gibt den Fall, es gibt den Fall, es gibt den Fall und es gibt den sonstigen Fall, wo ich sonst hinspringe. Wichtig ist, wir hatten ja die Regel, dass in eine Aktivität immer nur ein Fall reingeht. Das heißt, allein dieser Branch-Knoten reicht nicht. Ich brauche auch irgendwann wieder explizite Merge-Knoten, wo ich sage, von diesen zwei Pfaden gehe ich jetzt wieder zurück auf den gleichen Pfad und dann brauche ich immer einen solchen Merge-Knoten. Der sieht fast genauso aus wie der Branch-Knoten, bloß dass eben mehr Pfeile reingehen können, aber nur einer rausgeht. Hier geht nur ein Pfeil rein und es gehen mehrere raus. Ja, und der Merge-Knoten, der erlaubt uns jetzt eben was Komplexeres damit zu modellieren, wo eben auch gewisse Sachen mal parallel, nicht parallel, Verzeihung, jetzt bin ich schon wieder versprochen, gewisse Sachen laufen können, wo aber immer nur eins von eintritt. Und nachher möchte ich aber trotzdem wieder beim gleichen Zielzustand landen. Das heißt, irgendwo muss ich die wieder zusammenführen. Gut, jetzt ein bisschen etwas komplexeres Beispiel mal da draus gebastelt. Natürlich ist es in der Praxis nicht so, dass ihr einfach jedes Kapitel schreibt und am Ende seid ihr fertig und dann gebt ihr ab. Idealerweise kriegt ihr irgendwie Feedback zu der Bachelorarbeit. Wie würde das laufen? Man startet irgendwie, man schreibt ein Kapitel. Und das Kapitel gibt man dann dem jeweiligen Betreuer und der jeweilige Betreuer guckt sich das an und gibt dazu Feedback.
Und jetzt gibt es den Fall quasi, wenn es einfach kein Feedback gibt, ja, wenn das ausreichend gut ist, dass man sozusagen fertig ist mit dem Kapitel, ja, durch den Endzustand hier deklariert. Und wenn es aber Kommentare gibt, wenn es noch was einzuarbeiten gibt, wäre jetzt bei uns, ja, bei den Abgaben mit den Zentralübungen, wäre das quasi, wenn wir euch Bedingungen stellen und sagen, das und das muss noch eingearbeitet werden, das wäre jetzt vergleichbar, dann würde man hier reinspringen, man überarbeitet das, in dem Fall das Kapitel, und springt dann wieder hier rein, das wird dann wieder gelesen. Es kommt jetzt ein bisschen auf das Betreuungsverhältnis an, wie viele Zyklen es da gibt. Ja, es gibt dann Betreuer, die vielleicht das nur einmal lesen und kommentieren. Aber im Prinzip wäre das denkbar, dass man das eben mehrfach iteriert. Das Interessante ist, dass wir sozusagen hier an der Stelle schon beide Fälle betrachten müssen. Ja, wenn ein Kapitel gelesen wird, kann es eben sein, dass das erstmalig geschrieben wurde und gelesen wird oder aber schon überarbeitet wurde und gelesen wird. Und genauso gut kann es jetzt passieren, dass wenn das Kapitel gelesen wurde, dass es eben fertig ist oder aber dass es wieder danach überarbeitet wird. Und hier sozusagen einfach mit dem Guard sozusagen, ob es Kommentare gibt oder nicht. Und hier steht jetzt einfach, hier könnte auch drinstehen, es gibt Kommentare, aber hier ist einfach mal else benutzt. Die Boxen drumherum, die erkläre ich jetzt auf der nächsten Folie. Die werden eigentlich erst nach und nach gekommen. Wobei, dann erkläre ich sie mal jetzt. Manchmal wollen wir sagen, dass gewisse Aktivitäten bei bestimmten Personen liegen oder in bestimmten Bereichen liegen. Das können eine Abteilung sein. Wir wollen die vielleicht irgendwie gruppieren. Wir wollen irgendwie sagen, wer in wessen Zuständigkeitsbereich fallen irgendwelche Aktivitäten. Und da können wir sogenannte Swimlanes benutzen. Ja, wir kennen das vielleicht aus dem Schwimmbad. Damit sich nicht alle kreuz und quer schwimmen und sich ins Gehege kommen, gibt es so Bahnen, die sind gekennzeichnet. Und dann gibt es vielleicht so 5 Bahnen nebeneinander und einen Startblock dazu. Und in denen kann man schwimmen. Und genauso in der Art ist das hier auch. Es gibt quasi einen Startpunkt. Und in diesem Fluss sozusagen können jetzt verschiedene Sachen passieren, verschiedene Aktivitäten. Und zwischen denen kann es auch hin und her geben. Das, was man im Schwimmbad wahrscheinlich nicht so oft hat, dass jemand ständig irgendwie zwischen Bahnen hin und her springt, ist hier sozusagen vielleicht dann eher der Standardfall. Gut, wichtig ist, das ist jetzt hier einfach, sind Rechtecke, die hängen so zusammen, sind quasi Verantwortlichkeitsbereiche. Wichtig ist, jede von diesen Verantwortlichkeitsbereichen hat einen eindeutigen Namen. Jede Aktivität gehört genau zu einer Swimlane, das heißt, die muss in einem dieser Boxen sein, ja, kann nicht irgendwie in der Mitte von beiden sein. Und tatsächlich führt es dann dazu, nur diese Pfeile, diese Flows von einer Aktivität zur nächsten, nur die dürfen tatsächlich diese Swimlanes jetzt hier überschreiten. Man könnte sich das so vorstellen, 2 Leute schwimmen nebeneinander her, es darf keiner auf die andere Bahn wechseln, aber die können ab und zu mal miteinander reden und sagen, jetzt machst du die Runde Kraulschwimmen und ich mache Brustschwimmen weiter, so in der Art. Gut, das dazu. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir verzweigen können. Denn manchmal wollen wir sagen, und das hatte ich jetzt als falschen Versprecher schon ab und zu drin, manchmal wollen wir sagen, dass manche Sachen parallel laufen. Was wir dafür nutzen, ist eine Gabelung. Ja, das ist quasi ein etwas dickerer Strich, den kann man einfach ein paar Mal hin und her zeichnen. Aus dem fallen quasi mehrere Pfeile raus und es geht aber nur einer rein. Und der Unterschied ist aber zu dem Branch. Ja, beim Branch haben wir das Gleiche, es geht ein Pfeil raus und kommen mehrere raus. Aber Branch bedeutet, ich entscheide mich für eins und nur eine Aktivität passiert danach. Und hier passieren mehrere Aktivitäten parallel. Auch da ist es wieder wichtig, sobald man einen solchen Fork hat, muss man auch mit einem Join die wieder zusammenführen in einen Pfeil. Es kann nicht nachher einfach mehrere Endpunkte geben. Das heißt, wir müssen die irgendwann wieder zusammenführen. Und das ist wieder äquivalent dazu. Mehrere Pfeile gehen rein in einen solchen Join und nur einer kommt raus. Gut, wichtig ist, alles, was ich an Verzweigungen habe durch eben solche Gabelungen, muss ich auch wieder vereinigen über einen Join. Das heißt, Fork und Join kommen immer paarweise vor. Ja, ich habe irgendwie 3 Stränge, die rausgehen und dann werden auch 3 wieder verknüpft in einem Join. Es könnte in der Praxis noch ein bisschen komplexer aussehen, aber was definitiv falsch wäre, ist, wenn ihr sagt, 2 Aktionen starten parallel und dann führe ich die zusammen mit dem Knoten, den wir vorher gesehen hatten, nämlich mit der Raute, mit einem Merge-Operator. Das wäre syntaktisch komplett falsch, ja, weil das 2 Konstrukte mischt, die nichts miteinander zu tun haben, nämlich einmal Sachen, die parallel laufen und einmal Sachen, wo nur eins von beiden quasi passieren wird.
Gut, die restlichen Sachen dazu habe ich schon gesagt. Und jetzt können wir uns ein bisschen auch noch ein weiteres Beispiel angucken. Also typischerweise bei einer Bachelorarbeit ist das so, dass man vorher erstmal kurz aufschreibt in einem kurzen Dokument, was man eigentlich machen will. Das ist so ein bisschen so eine Art Dokument zum Agreement zwischen Betreuer und Student oder Studentin, wo die Idee ist, wurde das Thema richtig verstanden, wurde schon mal prinzipiell Literatur recherchiert. Das heißt, damit fängt man vielleicht an. Und wenn die Arbeit dann startet, dann gibt es aber vielleicht mehrere Sachen, die in der Praxis parallel laufen. Ja, man wird nicht jedes Kapitel vielleicht nacheinander schreiben, vielleicht schreibt man manche parallel nebeneinander. Sicherlich habt ihr bei einer Bachelorarbeit in der Informatik irgendeinen Programmieranteil dabei, ihr sollt irgendwas programmieren und das macht ihr ein Stück weit parallel dazu. Das heißt, hier wäre eine Verzweigung, ja, ein Branch wäre hier vollkommen falsch, weil es heißt nicht entweder Implementierung oder Kapitel schreiben, sondern das sind zwei Sachen, die hier dann parallel passieren würden. Gut, und es gibt aber vielleicht auch hier Kapitel 4 bis 6 an der Stelle, das ist sowas wie die Auswertung oder wenn ihr über das Implementierungskapitel schreibt, dann müsst ihr die Implementierung grundlegend fertig haben, sonst könnt ihr darüber nicht schreiben. Gut, und wir sehen hier eben einmal exemplarisch einen solchen, mal gucken, genau, den passenden Fork und den passenden Join. Hier jeweils einfach zwei Aktivitäten, die parallel laufen. Natürlich in der Praxis kann es deutlich komplexer werden. Gut, das haben wir schon besprochen. Damit haben wir jetzt, kennt ihr jetzt drei Verhaltensdiagramme? Ja, ihr kennt Use-Case-Diagramme vom letzten Mal. Die haben so Use-Cases und die haben ein System, was die Use-Cases bereitstellt. Und jetzt haben wir noch Aktivitäten dazu bekommen durch diese etwas, wie gesagt, Mischform zwischen einer Ellipse und einem Rechteck. Gut, ihr sollt jetzt in den nächsten Minuten sollt ihr wieder Gruppen bilden und ihr sollt selbst mal Aktivitätsdiagramme zeichnen und dann zusammen gemeinschaftlich drauf gucken und gucken, sind die dann richtig nach den syntaktischen Elementen. Ja? Also das, was wir eben gerade, was ich immer so besprochen hatte, das sind Regeln, die sollt ihr gegenseitig überprüfen, dass sie einerseits euch helfen, die zu zeichnen, andererseits euren Blick schärfen für mögliche Fehlerquellen, die in diesen Diagrammen sein können. Gut, gibt es dazu Fragen? Genau, und was wir jetzt gefordert haben, ist wenigstens mal einen Branch oder Fork beinhalten. Ob ihr Swimlanes nutzt oder nicht, ist euch überlassen. Ja, da gibt es noch eine Frage. Genau. Also im Prinzip, ich meine, die Regel ist eigentlich, ne, nur diese Pfeile gehen über diese Linie. Ja, wir wollen jetzt auch nicht, dass dieser Branch-Knoten da jetzt da drin liegt, aber im Wesentlichen eine Aktivität müsst ihr immer links oder rechts zuordnen. Ja, und die muss eindeutig da drin liegen. Gut. Das ist übrigens relativ ähnlich. Bei den Use-Case-Diagrammen müssen Use-Cases immer in dem System drin sein. Ne? Die dürfen nicht außen sein, nicht über die Grenzen ragen, weil es muss eindeutig zugeordnet sein, zu welchem System die gehören. Gut, sonst noch Fragen? Dann legen wir los. Gern zwischendurch melden, wenn sich noch Fragen ergeben. Wir sind hier, wir helfen euch gern. Gucken auch mit gern drauf, ob wir Fehler entdecken. Also die Idee von dem, dass ihr hier gleich zeichnet, ist natürlich, ihr wendet das gleich an, ihr kriegt gleich mit, dass ihr, wenn ihr jetzt was gezeichnet habt, dass gleich mal die anderen mit drauf gucken können und ihr vielleicht schon Feedback kriegt, sogar vor der Übung, ja, bevor ihr das in der Übung dann das erste Mal irgendwie an die Tafel malt, dann kriegt ihr vielleicht mit, dass vielleicht ihr noch irgendwas übersehen habt oder die Pfeile falsch malt oder ähnliches. Gut, wir kommen jetzt zu einem weiteren Diagrammtyp. Wenn mich meine Technik nicht verlässt. Und zwar zu Zustandsmaschinen. Und bevor ich ihr euch irgendwas falsch einprägt, zeige ich euch zuerst, wie die aussehen. Wir sprechen jetzt über Zustände. Und bei den Zuständen ist es so, dass das quasi noch ein bisschen näher an was Technischem ist,
also noch ein bisschen näher an dem System. Und deswegen ist das ein grafisches Element, was im Prinzip ein Rechteck ist, aber die Ecken sind abgerundet. Ja? Der Unterschied ist, dass es hier quasi ja, eher noch, dass so ein kompletter Bogen zu sehen ist und hier ein bisschen abgerundeter. Es ist uns vollkommen klar, dass wenn wir jetzt über Übungen reden, ihr kriegt euren Votierungspunkt trotzdem, wenn da mal die Ecken nicht ganz aussehen. Ihr seht auch auf den Folien, schaffe ich das nicht immer ganz richtig. Aber es ist schon wichtig, dass ihr diese Elemente verinnerlicht habt, wie die eigentlich aussehen sollen. Weil wenn ihr die wild mischt, dann kann auch niemand mehr was damit anfangen. Ja, dann weiß man eben nicht davon, dass man das Diagramm anguckt, soll es jetzt, was für ein Diagramm soll es überhaupt sein? Ne? Soll das jetzt ein Aktivitäts- oder ein Zustands- oder ein Use-Case-Diagramm sein? Und wichtig ist eben auch dieser Wiedererkennungswert und deswegen Use-Case-Ellipse-Aktivität ist ein bisschen näher an dem Technischen dran, deswegen da die etwas eckigere Form schon sozusagen und dann kommen wir immer näher. Und wir werden in der nächsten Vorlesung oder in den nächsten beiden Vorlesungen noch mehr sehen, was in Richtung System geht, nämlich Komponenten und Klassen sehen ähnlich aus wie das System aus den Use-Case-Diagrammen. Gut, zunächst erstmal zum Unterschied zwischen Aktivitäts- und Zustandsdiagramm. Ja, und ich habe diese Zusammenfassung hier mit aufgenommen, weil ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Einerseits geht es sowohl bei Aktivitäts- als auch bei Zustandsdiagrammen geht es irgendwie um das Verhalten von dem System. Ja, es geht also nicht darum, wie ich das strukturiere, welche Teile ich nachher in der Software haben werde. Da kommen wir ab der nächsten Vorlesung drauf. Sondern es geht um das Verhalten. Wie sieht das Verhalten aus? Und das Verhalten kann ich aus zwei Gesichtspunkten modellieren. Nämlich einmal aus Sicht der Aktivitäten, die irgendwie passieren müssen, die sich bedingen, die in irgendeiner Reihenfolge passieren, irgendwo parallel. Und aus Sicht von Zuständen, von Zustandsveränderungen. Und das gucken wir uns jetzt an, wie das aussieht. Gut, ein Zustandsdiagramm legt quasi fest, welche Zustände es in dem System geben kann, welche Zustände das System haben kann und auch von welchem Zustand ich in welchen anderen wechsle. Ja, bei einer Ampel kann man sich vorstellen, wenn ich die von außen benutze, was da so die Zustände sein könnten, da kann man sich vorstellen, ich habe eine Ampel, die ist rot, dann hat die einen gewissen Zustand, dass sie eben gerade rot anzeigt, da ist sie eine gewisse Dauer einfach drin in diesem Punkt, dann gibt es vielleicht gelb oder rot-gelb. Und dann kommt der Grünzustand und da haben wir die Transitionen vielleicht einfach, ne, von einem Zustand zum anderen komme ich vielleicht einfach, indem eine bestimmte Zeitdauer vergangen ist. Allerdings werden manche Ampeln vielleicht auch rot oder grün, ja, je nachdem welche Blickweise man hat für die Autofahrer oder für die Fußgänger, wenn ein gewisses Event ankommt, wenn jemand drückt an der Ampel. Ja, und so wie man sich das da vorstellen kann, wollen wir das jetzt hier auch modellieren, nämlich Zustände, die das System haben kann, wobei System kann eine App sein, kann eine Webseite sein, kann eine Steuerung innerhalb von einem Fahrzeug- oder Motorsteuergerät sein. Gut, also jeder Zustand ist eben so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, den charakterisiert irgendwas. Ja, bei einer Ampel könnte ich zum Beispiel sagen, rot für eine bestimmte Straße, für die Straße mit dem Namen Ernst-Reuter-Allee oder ähnliches. Dann habe ich gewisse Events und die Events sagen mir, wann ich von einem Zustand zu einem anderen kommen kann. Ja? Es kann zum Beispiel sein, es gibt Ampeln, die haben einen speziellen Modus für die Feuerwehr, sodass die Feuerwehr alle Richtungen auf rot schalten kann, sodass die Feuerwehr quasi passieren kann. Dann gibt es ein spezielles Event. Das Event wird gesendet von der Feuerwehr an diese Ampel oder von der Station. Und dann sind eine Reihe von Ampeln zum Beispiel rot oder eine Reihe von Ampeln grün, um da eben den Fluss zu ermöglichen. Ne? Gut, dann haben wir eben diese Transitionen. Transitionen sind eben auch wieder Pfeile. Ups, jetzt habe ich das hier ein bisschen verschoben. Sind eben auch wieder Pfeile zwischen den verschiedenen Elementen. Und jetzt gucken wir uns an, wie das grafisch aussieht. Und ich würde euch wieder empfehlen, das direkt mitzuzeichnen. Die gute Nachricht ist, es wird auch ein bisschen was wiederverwendet in UML, zum Beispiel der Anfangszustand. Ja, der sieht genauso aus, wie unsere Startaktivität heißt Initial State. Gut, dann haben wir irgendwelche Zustände. Jetzt muss ich mir wieder ein bisschen Mühe geben, das zu zeichnen.
Jetzt haben wir irgendwie einen Zustand, dann kommt es zu irgendeinem Event und dann haben wir wieder einen neuen Zustand. Also das ist das grobe Prinzip. Gut. Und bisher sehen die wahrscheinlich relativ ähnlich aus zu den Aktivitätsdiagrammen, bis auf, dass diese Boxen ein bisschen anders aussehen. Wir haben ja auch wieder einen Startzustand und einen Endzustand. Jetzt können wir mal noch gucken, was es noch für Regeln gibt. Die sehen wir jetzt leider nicht mehr parallel. Ja, im Wesentlichen sind es die gleichen wie bei den Aktivitätsdiagrammen. Wir haben quasi immer einen Startzustand und einen Endzustand und dazwischen eine beliebige Folge von Zuständen. Und auch hier sehen wir wieder, das ist quasi das grobe Prinzip, wie diese Diagramme funktionieren. Es wäre relativ witzlos, wenn wir immer nur eine Aneinanderkettung von verschiedenen Zuständen hatten. Wir brauchen auch noch irgendwas, um komplexere Kontrollflüsse darzustellen. Gut. Da gucken wir uns jetzt mal ein etwas komplexeres Beispiel an. Und zwar ist die Idee, wir modellieren jetzt mal die Terminplanung. Ja, also ich möchte einen Termin finden, da sind mehrere Personen involviert und ich frage die quasi per E-Mail an, ob sie da können. Und diese Terminplanung kann sich in verschiedenen Zuständen befinden. Insbesondere fange ich irgendwann an. So. Und dann kann ich sagen, na, ich initiiere die Terminplanung. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie angefragt, ob die anderen auch alle da Zeit haben. Und was kann jetzt passieren? Es kann passieren, ich habe eine positive Zusage. Also jemand sagt, ich kann zu diesem Termin, ne, ich will einen Termin machen mit 5 Personen und, oder beliebig vielen Personen, aber sagen wir mal 5. Und ich kriege die erste Anfrage zurück, ja, die ist positiv. Aber es ist vielleicht noch nicht die letzte, ne, sondern eine der Antworten, aber eben nicht die letzte. Ups. Gut, also nicht die letzte Antwort. Ja? Positive Antwort, aber nicht die letzte. Dann bleibe ich in dem gleichen Zustand. Dann warte ich einfach weiter, dass ich Rückfragen bekomme. Jetzt kann es sein, dass ich eine negative Antwort bekomme. Also jemand sagt, ich kann da nicht zu diesem Termin. An der Stelle ist es herzlich egal, ob das die letzte Person ist oder die erste Person oder die zweite oder die dritte. An der Stelle muss ich offensichtlich in einen neuen Zustand gehen, nämlich an der Stelle in den Zustand in Konflikt. Also es gibt einen Terminkonflikt. Ich kann quasi diesen Terminvorschlag, können wir so nicht umsetzen. Ich brauche quasi einen neuen Vorschlag. So, das heißt, wenn ich einen solchen Konflikt gefunden habe, dann gehe ich wieder zurück zum Startzustand, aber was ich dann mache, ist, ich wähle natürlich irgendwie einen neuen Termin. Gut. Jetzt könnte man sich fragen, na, warum bleibe ich dann nicht gleich in diesem initialen Zustand? Naja, typischerweise braucht das erstmal eine Aktion von einem Menschen, weil da muss jetzt erstmal wieder jemand sitzen, überlegen, wieder einen Kalender gucken, was wäre ein neuer Vorschlag, schickt den neuen Vorschlag rum. Das heißt, das ist ein anderer Zustand, ob gerade die letzte Meldung war, es gibt einen Konflikt, dann müssen die anderen zum Beispiel gar nicht mehr antworten, oder aber ob es schon wieder einen neuen Termin gibt. Das heißt, das macht einen Unterschied. So, jetzt wollen wir aber eigentlich dahin, dass wir irgendwann einen Termin finden können und es gibt natürlich auch den Fall, dass wir eine positive Rückmeldung haben, aber es ist die letzte Rückmeldung und wie gesagt, bei diesem Szenario brauchen wir auch alle Rückmeldungen oder alle Personen. Also es ist die letzte Rückmeldung. Gut, und jetzt können wir sagen, dann ist der Termin dann haben wir einen Termin vereinbart. Jetzt gibt es allerdings typischerweise noch das Problem, jetzt haben wir einen Termin, jetzt brauchen wir vielleicht noch einen Raum. Ja? Also ich meine, klar, wenn es ein reiner Online-Termin ist, dann einen Zoom-Raum zu erzeugen oder bei einem ähnlichen System ist quasi kein Problem. Aber wenn wir einen Raum brauchen in einem Gebäude, dann müssen wir natürlich gucken, ist ein Raum verfügbar. Und da gibt es auch wieder die Zustände oder die verschiedenen Events.
Raum verfügbar. Und wenn wir den Raum verfügbar haben, dann können wir sagen, dann ist der Termin fixiert. Dann findet er so statt. Ja, und dann können wir jetzt hier sagen, an der Stelle bin ich jetzt hier fertig. Und jetzt gibt es eigentlich auch nur den anderen Fall. Die Frage ist, was passiert, wenn ich keinen Raum gefunden habe? Naja, dann habe ich auch einen Konflikt, dann muss ich auch wieder nach einem neuen Termin suchen. Ups. Gut. Soweit, so gut. Das mal als ein bisschen komplexeres Beispiel. Ihr seht, wir haben jetzt hier auch mal einen Pfeil drin, der auf sich selbst zeigt. Ja, es gibt Events, wo einfach nichts passiert. Sagen wir, die Fußgängerampel ist gerade grün und jemand drückt an der Ampel, dass er über diese Ampel möchte. Dann muss sich an dem aktuellen Zustand einfach nichts ändern. Ja, es gibt solche Zustände, wo einfach sich quasi nichts tut. Oder vorhin das Beispiel von der Feuerwehr. Die Feuerwehr sendet das Signal, aber das Signal wurde schon gesendet, die Ampel ist schon dauerhaft auf grün, dann muss sich da aktuell nichts ändern. Gut, jetzt ist es so, manchmal ist es relativ schwierig, wenn wir größere Systeme modellieren, dass wir ganz viele Zustände irgendwie duplizieren müssen, dass wir ganz viele Kanten haben, die wir irgendwie doppelt einzeichnen müssen. Und um sowas zu vereinfachen, können wir unterscheiden zwischen einfachen Zuständen und zwischen zusammengesetzten Zuständen. Also ein einfacher Zustand ist das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und zusammengesetzter Zustand wäre, es hat an einer Ampelkreuzung hat quasi, gibt es die Autoampel für die eine Richtung und die hat einen Zustand und dann gibt es die Fußgängerampel und die hat einen Zustand und dann gibt es vielleicht die von einer anderen Richtung. Die haben alle Zustände und ich möchte die quasi separat modellieren. Dann hat jede von denen ist quasi in irgendeinem Zustand. Natürlich gibt es da auch Abhängigkeiten untereinander, dass nicht beide Richtungen gleichzeitig grün werden dürfen. Aber wir können eben auch sozusagen die einzelnen gruppieren und überlegen, was ist denn der Gesamtzustand. Gut, das gucken wir uns jetzt an, wie das aussieht. Also das grundlegende Prinzip ist immer noch, ich habe irgendwie einen Startzustand, hier habe ich einen Zustand. Ich versuche die so zu zeichnen, wie die da vorne sind. Ihr könnt das immer von da abmalen. Jetzt hier mehrere Zustände, an der Stelle mal zwei und ich springe hier irgendwann raus und da passiert vielleicht noch mehr. Aber jetzt kann ich sagen, das alles, was hier passiert, ist eigentlich ein gesammelter Zustand komplexerer Zustand. Gut, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir diese Box hier. Ja, jetzt kommt nochmal genau so eine Box wie für den Zustand hier drumherum. Und dem wollen wir aber jetzt einen Namen geben, weil offensichtlich ist der wichtiger als die ganzen kleinen Zustände, die alle ja auch ihren Namen haben. Wir wollen also irgendwie darauf referenzieren, wir wollen irgendwie darüber sprechen. Das heißt, wir geben dem Namen. Das heißt, da wo jetzt Composite State steht, also komplexer Zustand, da wollen wir dann nachher was reinschreiben. So, was jetzt allerdings noch gibt, es gibt jetzt auch noch einen Pfeil hier rein und es gibt auch noch einen Pfeil hier raus. Was bedeutet das? Der Pfeil da rein bedeutet, wann immer ich an der Stelle bin und hier reinspringe, komme ich hier an und starte mit diesem Zustand. Ja? Egal, von außen, wo ich da reinkomme, da kann es ja auch mehrere Pfeile geben, die irgendwie hier drauf zeigen. Ja, ich könnte jetzt auch hier unten noch einen geben. Ich fange immer beim Startzustand an, der innerhalb von diesem Zustand hier liegt, innerhalb von diesem komplexen Zustand. Der Pfeil hier raus bedeutet, dass ich, egal in welchem Zustand ich mich befinde, kann ich aus diesem Zustand rausgehen und kann in einen anderen komplexen Zustand wechseln. Und das gucken wir uns jetzt mal an in einem Beispiel. Wir gehen dazu zurück, wenn ich es schaffe, genau, zu unserem Beispiel mit den Terminen, mit der Terminfindung. Egal, wann ich dabei bin, kann es passieren, dass ich diesen Termin gar nicht mehr brauche. So, wie wir das modellieren könnten, wäre,
Wir schaffen eine zweite Möglichkeit, wie das beendet werden kann. Aber ich muss von jedem einzelnen Zustand, den wir jetzt hier haben, muss ich eine Kante einzeichnen und sagen, wenn er abgebrochen wird, dann ist die ganze Terminfindung beendet. Um das zu vermeiden, kann ich jetzt also hier einen extra Zustand drumherum basteln. Mal gucken, ob ich das jetzt hier noch schaffe. So, indem eigentlich hier oben, ich schummel jetzt hier mal ein bisschen, der Name steht. Ja, hervorragend. Dankeschön. Und die Auflösung kommt hier. Genau, also was wir da jetzt noch zusätzlich sehen, wir haben ein übergeordneten Zustand und der sagt einfach Planung oder sowas. Ja? Also das ist quasi in Planung, ich bin bei Terminen generell und hier geht es halt um die Planung. Wir haben jetzt hier wieder einen Startzustand, also wenn ich einen neuen Termin finden will, dann springe ich halt hier rein in diesen Planungszustand und dann ist klar, dass ich erstmal hier vorne starte beim Einladen. Und jetzt ist auch denkbar, dass ich quasi von jedem einzelnen Zustand könnte ich jetzt quasi einen einzelnen Pfeil zeichnen, wenn ich den Termin abbrechen will. Das könnte jeder der Teilnehmer sagen oder die Person, die den veranstaltet, könnte sagen, der soll abgebrochen werden, der Termin. Dann muss ich aber jetzt nicht von jedem der vier Zustände hier einen Pfeil zeichnen, hierhin, sondern kann einfach einen Pfeil zeichnen und der deutet an, egal in welchem Zustand ich bin, ich kann diesen Termin abbrechen und Folgendes passiert dann. Ja, das ist die Semantik davon. Uns hilft uns einfach viele weitere Pfeile oder viele Pfeile zu vermeiden. Teilweise hilft es uns auch, die Struktur ein bisschen besser zu sehen, indem wir da so eine Hierarchie einbauen. Da kann es jetzt beliebig viele Hierarchie-Ebenen geben. Ja, in der Praxis, so wenn Automobile modelliert werden, dann hat man durchaus 5 oder 6 solche Hierarchie-Ebenen und dann hat man immer so einen Zustand, in dem man eigentlich erstmal nicht reingucken kann und dann kann man da reinzoomen und kann wieder reingucken, was ist denn in diesem Zustand, wie gliedert er sich weiter auf. Und das ist auch eine Form von Abstraktion. Ja? Ich kann jetzt auf dieses Diagramm drauf gucken, kann sagen, Termin befindet sich in Planung. Ja, vielleicht fragt jemand und fragt, was ist der Zustand? Ja, seid ihr schon dabei mit der Terminfindung? Ja, ist in Planung. Das wäre das abstrakte Level. Und die detailliertere Antwort wäre, ja, 3 haben abgesagt, eine Person hat abgesagt, wir sind gerade raus mit den neuen Einladungen. Dann haben wir eine deutlich detailliertere Antwort und hier auch ein detaillierteres Diagramm dazu. Und es kann natürlich beliebig weitere Sachen geben, die passieren, zum Beispiel den Termin nochmal verschieben. Und wenn wir den Termin verschieben, landen wir von einem beliebigen Knoten wieder in dem Zustand selbst. Und wo starten wir dann? Natürlich wieder hier an der Stelle, das heißt mit den Einladungen. Gut, damit haben wir von den Verhaltensdiagrammen tatsächlich schon alle besprochen, die keine Interaktionsdiagramme sind. Das ist vielleicht relativ untypisch auch für die Vorlesung. Bei den anderen werden wir nicht so viele besprechen. Das liegt aber einfach daran, dass die häufiger sind in der Praxis, dass die einfach häufiger irgendwo verwendet werden. Und wen das interessiert, könnt ihr da auch gerne reingucken. Auf der vorigen Folie war dazu ein Zitat, wo ihr reingucken könnt, welches Diagramm dann wie häufig ist in der Praxis. Allerdings war es das quasi mit unserem Exkurs zu Verhaltensdiagrammen. Wir kommen dann in der nächsten Vorlesung tatsächlich zu den Komponentendiagrammen, das hier schon mal farblich hervorgehoben. Mit den Komponentendiagrammen wollen wir dann erstmalig die Struktur festlegen. Wir wollen gucken, wenn ich jetzt so ein System bauen will, dann habe ich vielleicht mit dem Use-Case-Diagramm schon festgelegt, das und das ist das System, das und das soll es tun, es soll die und die Zustände haben, die und die Aktivitäten. Was ich damit noch nicht festgelegt habe, wie das System strukturiert sein soll, welche Teams da vielleicht separat dran arbeiten können und ähnliches, das wollen wir uns beim nächsten Mal angucken. Gut, wir haben noch ein Quiz. Hier gibt es den Code und die Vorlesung ist beendet, wenn wir da 10 Antworten drin haben. Um so ein bisschen Druck aufzubauen, dass ihr den jetzt noch macht, weil unsere Erfahrung war mit den letzten Wochen, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann macht ihr das wahrscheinlich erst kurz vor der Prüfung. Also macht es lieber jetzt, der dauert nicht lange. Ein Quiz und dann gibt es gleich noch die Auswertung dazu. Gut,
Damit haben wir jetzt mindestens 10 Einreichungen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche.